Okay, und das haben wir schon wieder. Und müssen jetzt eine Meierdolch schmieden. Dafür gehen wir da runter. Und bedienen uns seines Werkzeugs. Geht das? Ja, das geht. Okay, das hätte ich echt doch. Okay. Weiter. Mein neues Hobby, oder? Klick, klick, klick. So hat sich das jetzt. Ah! Ich hoffe, dieser Dolch passt. Ja, das ist ein perfekter Dolch, ist das. Mit ein paar Hämmerschlägen und so. Also, Leute, schmieden ist nicht so einfach. Aber egal, passt. Geheimtüren. Noch eine Statue von Tikkun Umaan? Langsam bin ich verwirrt. So. Nee, komm nichts dann. Marley baute also einen mechanischen Globus. Ja. Dieser Globus ist hohl. Es müsste möglich sein, ihn zu öffnen. Ja. Safe. Fest verschlossen. Ja, ja. Fest verschlossen. Ja, aber nicht für mich, oder? Oh. Marley hat diese Uhren wegen der Einzelteile zerlegt. Er bewegt sich. Aber da fehlt ein Teil des Mechanismus. Vorsicht, Watson. Außer Sie wollen von Tikkun Umaan aufgespießt werden. Was stellen Sie dem Mechanismus des Automaten wieder her, indem Sie alle Zahnräder über alle drei Ebenen hinweg miteinander verbinden? Ja, klar! Okay. Nee. Punkt. Und jetzt? Jetzt. Weil der funktioniert da, wir müssen eine andere Ebene. Ich habe auch einen Plan da. Ja, gibt da eine hier. Nö. Das ist die falsche Ebene, wenn ich den jetzt da her tue. Und den da. Nein. Dann muss ich den zum Traum bringen vorher, oder? Das heißt, ich jetzt den da her tun. Dann mache ich den da her. Dann den runter, dann wir den da drauf. Oh mein Gott, den da drauf. Den können wir dann da drauf tun, was nicht geht, wir können da drauf tun. Warte mal, warte mal, warte mal.
Kette passt hier nicht. Die Kette passt hier nicht. Ja, das ist schon mal irgendwie gut. Wir gehen raus da nochmal. Gehen da. Raus da nochmal. Gehen da. Geht dann dort auf. Gehen dort raus. Was ist schon der? Nö. Okay. Also klar, ganz klar passen wir. Gut, wenn jetzt so wie durch die Kitchen. Wir nehmen es auf und dann was mit jetzt. So. Den da, da und da. Kann ich gut. Da, wieder bessere. Und schauen wir her. Ein bisschen bessere. Und das. Den da hier. Und was natürlich nicht passt, weil wir gehen. Entschuldigung, von der Fähre. Und du. Den da hier. Der Draht hier. Die Kette. Ja, die muss aber da passen, dann die Scheiße nochmal. Die Kette. Aha, okay. Dann muss der da weg. Und der da weg. Und der da drauf. Das würde passen. Okay. Und der da. Weg. Und der da. Rauf. Und der da. Rauf. Die Kette passt hier nicht. Und die geht drauf. Und die da. Genau, da rauf. Vielleicht muss ich einen Zwischenstopp einbauen. Könnte sein. Dann wird die da her. Die da her. Da her. Da her. Da. Die Kette passt hier nicht. Jetzt habe ich da auch noch Kette nicht. Okay, wir kriegen... Müsste die irgendwie zum Laufen bringen, oder? Okay, ich muss auf 3 hoch.
Aber das sagt mir immer, die Kette passt hier nicht. Wie soll ich sie dann passend machen? Das ist halt immer die Frage, wenn ich den jetzt so brauche, oder? Und aha, okay. Dreh die runter. Braucht keiner. Lecker. Und jetzt, dann habe ich. Die Kette passt hier nicht. Wenn ich den jetzt anweg tue. Und. Aha. Wenn die Kette nicht passt, vielleicht passt die Kette. Die mit die dem. Passt nicht. Wir müssen auf 2 auf. Gut, dann haben wir auf 2 auf. Den mit dem. Aha. Das geht natürlich. Gut, dann weiß ich jetzt schon, wo der Fehler ist. Das weg da. Das raus. Ding rein. 3. Den raus. Den rein. Den rein. Kette. Die Kette passt hier nicht. Warum? Okay, wieder raus. Wieder raus. Wieder raus. Wir gehen jetzt da unten wieder. Und dann den da drauf. Die Kette passt. Jetzt wisst ihr, wer Kette passt. Dann bist du hier. Respekt. Haben wir da? Bruchstück. Ein Schlüssel. Wir sind da mit so safe. Das ist massives Gold. Es ist ein Vermögen wert. Die Statue besteht aus 3 Teilen. Nur der goldene Teil ist original. Den Rest muss Marley rekonstruiert haben. Ich weiß, dass ich einer der Auserwählten bin. Tichu Oman will mich als seine Werkzeuge einsetzen. Lieber Gott, beschütze mich. Ich will nicht sterben. Doch. Ein Kartenteil aus Metall. Ein Kartenteil aus Metall. Dieses Objekt wird wohl mit einem anderen verbunden. Ja, ich weiß ja schon wo. Danke. Es wird bald hell. Die Arbeiter werden demnächst eintreffen. Zeit zu gehen. Aber vorher? Nein, falsch. Aber vorher? So, ein Metallstück, auf dem Metall einer Karte abgebildet ist. Ja, wissen wir. Das Miniaturmodell einer Maya-Pyramide aus Alberts Haus. Wissen wir. Sir Charles, Zecheria, Greystock und Bernard Marley besitzen oder besaßen jeden Teil einer Goldstatue aus Guatemala aus dem selben Jahr 1881. Marleys Statue wurde in 3 Teile geteilt, sodass vielleicht Sir Charles und Greystock 2 dieser Teile bekommen haben. Ach. Ich weiß, wo ich hin muss, ich weiß, wo ich hin muss. Marleys Beruf, aber glaube ich, na, Mallorca, na, Albert, na, ja.
Die Statue von Dekun Uman aus dem Club war ein Automat. Es ist möglich, einen Automat mit solch einem präzisen Bewegungsmechanismus herzustellen. Wir wissen es besser, mein Freund. Wir wissen es besser. Zuerst sah die Statue von Dekun Uman wegrennen. Na, ich glaube trotzdem, dass sie Mensch war, aber nach wie vor. Das war ein Fluch, er hat die Effekte gegen einen Mord. Weiß nicht von einer Fluch, die gegen Gelegenheit allein macht ihn nicht zum Mörder. Seit Charles sah zur Tatzeit Bernard Marleys Automat wegrennen. Er ist ja aber schon sehr weit weg. Vielleicht finden wir über den Tempel, über den Tempel scheiß noch ein bisschen was aus. So, wir lösen die Miniatur mal auf. Watson, wir verpissen uns von hier. Ab zum Club. Entschuldigung, Hustanfall. So, jetzt geht's aber ab da. Ich bin nur immer wieder Ortsverkehr, aber das ist so schrecklich. So, meine Freunde. Durch den Speer der Statue gestorben sein. Warum sagt die Polizei? Thank you.
Kreis. Da hätte die komisches Lachgesicht die. Will nicht sagen, komisches Dings die Pumste. Lachgesicht die Dings die Pumste. Ah. Ich glaube, es hat immer so die Zeichen dazu tun. Wir probieren eher. Okay. Bis zack. Und M. Lachgesicht, ich weiß nicht. Andere Richtung. Wir probieren mit Bam. Bumm. Klammer. Klammer. X. Ah, ich verstehe. Pass auf, Zeichen. Ich hab's verstanden. Wir dürfen nur auf die Vögel gehen, die was angegeben sind, auf der Zeichnung davon. Also so. Ist auch noch Klammer. Jawohl. Dann haben wir da. Blume. Ah, was haben wir jetzt? Klammer. Komisches Zeichen. Dingsti Bumsti. Oh. Okay. Komisches Ding, die Bumste. Und ich werde jetzt sterben. Okay. Wir müssen einen Weg vorfinden. So. Gut, dann ist es aber da vorbei. Da geht es nicht mehr weiter. Das hat die falschen Zeichen. Das heißt, wir gehen wieder zurück. Bam. Da drüben eigentlich, da hätte man das komische Symbol, das haben wir da nicht. Also, wir waren schon richtig auf der Fährte. Nein, war ja nicht mehr Blume. Ich Trottel. Da, bam, bam, bam. 1, 2, 3. So, jetzt könnte man Blume oder Klammerzeichen nehmen. Wir könnten da um mich. Wir gehen nur eins da um mich. Wir gehen nur eins da um mich. Da haben wir das komische Fischi. Komische Fischi ist zu Ende. Nein, wir haben da hinten ein Fischi. Und. Alter Schwede. Noch ein Fischi, komisches Gesicht. Schlange. Komisches Gesicht. Fischi. Hexenkopf. Okay. Klammer. Hexenkopf. Klammer. Blumi, Kimi. Alles klar, hat ein bisschen dauert, aber ich bin durchgekommen. Und bevor es soweit ist, dass wir uns weiter entscheiden, würde ich sagen, wir sehen uns erst in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Peace out.